Ja, die Dame lässt einen Blick über die Menschenmenge schweifen, die sie da versammelt hat, und wirkt zufrieden. Und sie winkt auch euch noch heran. Tretet näher! Man schaut kurz zu Yalan und zu Isarun, tritt dann aber einfach schweigend näher. Einst lebte ein Totengräber, dessen Name war Lucian. Der war ein Sünder, so wie wir alle Sünder sind. Immer wieder verstieß er gegen Praios Gebote, doch so oft er sündigte, so oft bereute er, und er ging in den Tempel, um seine Sünden zu beichten. Orons Diener lauschten ihm geduldig, ein ums andere Mal, und ein ums andere Mal vergaben sie ihm seine Sünden. Ein ums andere Mal errettete der Herr Boron ihn. Und ein ums andere Mal fiel der Totengräber erneut von seinem Glauben ab. Doch als er wieder einmal gebeichtet hatte, da ließ der Herr Boron ihn nach Bosporan schicken, auf dass Hela Horas ihn verbrenne. Jedoch tat Boron dies nicht im Zorn und nicht zur Strafe, sondern um ihn endlich wahrhaftig zu hören. Denn wenn er stürbe, ohne Gelegenheit zu haben, noch einmal zu fehlen, so wäre seine Seele gerettet und für alle Zeit sicher vor den Dämonen. Eine große Gunst wurde dem heiligen Lucian dadurch zuteil. Doch wir können nicht hoffen, dass unser Herr Boron einen jeden einzelnen von uns errettet, unbedeutend und nichtswürdig, wie wir sind. Darum bereut eure Sünden und beichtet, und dann setzt eurem Leben ein Ende. Denn lebend nützen wir den Göttern nichts. Nur unsere Seele ist für sie von Wert. Geht hin und gebt euer Leben für die 12, wie die 8 Märtyrer es taten, auf dass auch ihr errettet werdet. Und sie zieht aus den Falten ihres Gewandes einen Dolch, fasst ihn mit beiden Händen und rammt ihn sich in die Eingeweiden. Ach du Scheiße, wieder so eine Irre. Na, verfluchte Raphim! Was ist Durch! denn Wir los? Müssen Schnapp dahin! sie dir! Reichern! Aus dem Weg! Fang an, mich durch die Menge zu wühlen. Ja, ich schiebe mich einfach durch die Menge. Ja, ihr Oh ja, könnt klar, ich sehen, gehe jetzt das Fahrwasser mit. Wie ihr, Raphim sorgt da eben für genug Platz, stößt die Bürger beiseite. Ihr könnt sehen, wie dann die Predigerin von diesem Wasserspeier runterrutscht, ein bisschen das eingestürzte Tempeldach runter und bricht dann vor euch zusammen, blutend. Aus ihrem Mundwinkel läuft auch ein kleiner Faden. Hat er wohl diesen Ritualdolch, den sie hervorgezogen hat, etwas weiter nach oben gezogen, sodass dann bis zu ihrem Brustbein der Bauch offen klafft und schaut euch lächelnd und glücklich an. Verfluchte, verfluchte. Karinor, beruhigt die Menge. Ömer greift nach dem Ja, Dolch Herr, und natürlich. Zieht den Dolch an sich, um sich ihn näher zu betrachten. Will Nabel mir jetzt hier was zu machen? Ich glaube, sie Ich atmet noch. fürchte nicht. Sieht doch, ihre Darmschlingen sind zerrissen. Nein, da ist wohl nicht zu machen. Was bei allen 12 Göttern? Man nimmt seinen Ärmel und zieht ihn ein, zweimal über die Klinge, über die gezackte Klinge drüber, reißt sich ein wenig die Ehrenlederrüstung an, aber guckt nach, wie die Farbe der Klinge ist und ob irgendwas auffällt. Was sollte das? Höret, Brüder und Schwestern! Diese Frau spricht nicht im Namen Borons. Diese Frau ist verwirrt. Seltsam verwirrt. Nein, Boron will euch nicht tot sehen. Boron erwartet euch, nachdem ihr ein glückliches, erfülltes Leben geführt habt. Und er kümmert sich um jeden Einzelnen von euch. Er sieht jeden Einzelnen von euch. Und sollte eines Tages eure Zeit gekommen sein, wird Golgari euch holen und mit den Vergangenen, mit eurer Geliebten wieder vereinen. Doch dieser Zeitpunkt sollte niemals selbst gesucht werden. Was diese Frau getan hat, ist Irrsinn. Ich fürchte, die Ereignisse haben sie wohl schwer mitgenommen. Mama? Wir werden Mama? sie versuchen zu retten. Seid euch Mama? versichert. Ein kleiner blonder Junge läuft auf die Frau zu und kniet sich vor ihr hin, umschlingt die Arme um den Rest des Körpers. Mama, nein!
Gott, wie grausam. Warum? Blicke den Leichnam der Frau an. Bitte mit dem Kopf. Schau mich hilfesuchend zu Isarun um. Isarun zuckt mit den Schultern, versucht die Leute wegzuscheuchen, damit die nicht länger gaffen, und guckt sich mal um, ob irgendwie vielleicht ein Verwandter von dem kleinen Jungen, der Papa oder die Oma oder der Opa, vielleicht noch da ist, den wegnimmt. Auf den ersten Blick kannst du zumindest keinen erkennen. Ein weiterer Weise, der geschaffen worden ist. Hör auf zu heulen, es sind schon genug Leute gestorben. Müsst ihr das wirklich jetzt... Kleiner, kommt einmal her. Ach, wir haben doch wichtigere Sorgen als das. Ich zieh den Kleinen mal hoch an den Schultern hoch, knie mich nieder, dass er sozusagen in mein Gesicht sehen kann. Das war nicht richtig. Wer war das? Ich fürchte, das war sie selber. Warum? Wie heißt du, Kleiner? Alrik. Alrik weiter? Nur Alrik? Alrik aus Nadesheim. Hast du noch Verwandte? Tanten? Mein Papa und mein Bruder sind gestorben vor ein paar Tagen. Hast du Großeltern? Die sind schon lange tot. Mama! Schlag mir meine Augen nieder. Komm, Kleiner. Begleit uns. Ich nehme dir jetzt. Steh auf, nehme ihn bei den Händen. Lass uns gehen. Nafim, hilf mir mal. Wir nehmen die Frau mit. Für die Frau mir mal anschauen. Zeigt die irgendwelche Krankheitszeichen? Also, ich möchte gucken, hat die vielleicht die Pest oder sowas? Irgendwas, was ihren Selbstmord praktisch erklären könnte in meinem Kopf? Heilkunde Krankheit. Verdammt. Kannst du natürlich auch Heilkunde Wunden oder... Ich nehme Heilkunde Wunden. Ja, ich habe einen Punkt. Ja, so offene Wunden entdeckst du nicht. Außerdem, was sie sich jetzt zugefügt hat. Die ein oder anderen Schramm, aber das ist jetzt nichts, was sich irgendwie entzündet hat. Das ist nichts, was irgendwie auf lange Sicht ihren Tod bedeuten würde. Also ich entdecke nichts, wovon ich sagen würde, okay, sie war eh dem Tode geweiht und hat es jetzt einfach nur schneller an einem Ende gesetzt. Nein. Okay. Trag die Frau mal vor meinen Arm. So, wohin damit? Ja, dann. Bringen Sie zur Residenz, bahre Sie mit den anderen auf. Ja, geht vor. Gebt den Weg frei! Zur Seite da! Hier ist nichts für euch zu sehen, geht weiter! Ja, die Leute weichen natürlich wieder vor der massiven Gestalt von Rafim und dann vor der imposanten Gestalt von dem Rest von euch zur Seite, und dann könnt ihr in Richtung der alten Residenz treten. Unterwegs. Zupf mal Jalan am Ärmel. Jalan, guck mal. Der Dolch, der sieht aus, als wenn er entweder Purpurn gefärbt ist oder mit irgendwas Purpurn benetzt war. Purpur ist schon wieder jetzt das zweite Mal, dass ich diese Farbe sehe in diesem Zusammenhang, was die Märtyrer angeht. Wieso kennst du dich mit der Geschichte in den Priesterkaiser aus? Warum? Hat das was mit den Priesterkaisern zu tun? Ich dachte, das wäre jetzt einfach nur eine Farbe, die hier irgendwie... Ich bin nicht ganz sicher, ob es mit Giften zu tun hat oder mit Krankheiten oder mit Erkennungssymbolen. Als der Thronfolger ermordet wurde. Ich glaube, diese Dinge sollten wir dann, wenn sie so heikel sind, lassen sie uns doch lieber in der gleichen alten Residenz besprechen. Oh, besser. Adling sollte wohl auch in Kenntnis gesetzt werden. Wir haben ein Problem. Bis jetzt haben sie die Leute aufgewiegelt, aber... Sie werden aufgestachelt, meines Erachtens nach. Eine Mutter würde doch nicht ihr Kind einfach zurücklassen und vielleicht sogar in Sichtweite lassen, wenn sie so etwas tut und... Eben das. Hat die Frau vielleicht unter einem magischen Bann gestanden? Lässt sich gleich herausfinden. Ist dieses Ding vielleicht, was ich hier in der Hand halte, magisch? Auch das lässt sich herausfinden. Halt es gut fest, lass es nicht aus deiner Augenwand. Was auch immer du tust, schneide dich nicht dran. Mach ich. Ja, so betretet ihr den schwarzen, modernden Garten der alten Residenz. Geht an den Zelten vorbei und könnt dann im Führungs- und Besprechungszelt sehen, wie dort Ludalf sitzt, vor einer großen Karte gebeugt. Eine Karte des Mittelreichs, auf der er kleine Fähnchen einsteckt. Neben ihm steht Amelia Grotherian.
die Ratsfrau und ihr könnt sehen, wie Albrax da gerade auf einem Stuhl sitzt, seine Hände und Beine eingegipst und lächelt euch dann zu mit einem Bier in der Hand. Ah, ihr. Habt ihr die Briefe geschrieben? Mhm. Gut. Schmeißt ihr doch auf den Stapel, wir werden sie später durchgehen und dann können sie abgeglichen verschickt werden. Ich habe hier natürlich auch noch einige Briefe von Amelia und einige, die aus der Feder von Saldor Fosslerien stammen. Der sagte, er will irgendwie am aventurischen Boden vorbeischauen. Ich glaube, die Druckerpresse hat einen Dämon in sich. Er nannte auch irgendeinen Dämon, aber ich kenne mich mit den Namen nicht aus. Ist zumindest dabei, das zu exorzieren und klang sie ein bisschen wie Agri, irgendetwas? Irgendwie die ersten Silben waren vom Schänder der Elemente und danach ging es irgendwie weiter. Irgendein Dämon in der Druckerpresse eben, den er jetzt rausbrennt. Ihrem hilft die Druckerpresse. Wahrscheinlich ist die ganze scheiß Festung damit beseelt worden, mit ganz vielen dieser Biestern. Deswegen haben wir wahrscheinlich ganz viele davon in der Stadt. Könnten die in, sagen wir, eine Statue einfahren? Die könnten in Statuen einfahren, die könnten in Waffen einfahren. Und man zeigt mal auf den Christ, den man in der Hand hält, diesen gezackten, geflammten Dolch. Die könnten, ja, vor allem in Gegenstände einfahren. Waffen, Rüstungen, aber auch theoretisch Gebäude, Statuen. Naja, zumindest wir müssen die Druckerpressen wieder anschmeißen. Wir haben hier mehrere Botschaften. Er deutet auf einen kleinen Stapel, der neben dem Zwergenkönig liegt. Das sind alles Meldungen von Vermissten. Allerdings gibt es hier... Wir müssen Seuchen verhindern. Streuende, bissige Ratten, die hier umherlaufen und Menschen beißen, sie anstecken. Dafür ist eine kleine Belohnung ausgelobt vom Siechen her. Ansonsten gibt es einige Panik, die jetzt um sich greift und... Einige Morde, die jetzt bei Plünderung verübt werden. Wir müssen all das unter Kontrolle kriegen und dafür brauchen wir auch den aventurischen Boten. Ich weiß nicht genau, ob Sie es wissen, aber die Speicherhallen, die Carfeng gehört haben, 3 Stück davon sind vollgefüllt mit Nahrungsmitteln. Immerhin, das ist ein Problem weniger. Ausgezeichnet, dann... Es muss nur requiriert und gesichert werden. Er setzt einen Waisenmacher drauf an, der kümmert sich. Gut. Ja, wie gesagt, Carfeng, zumindest uns bekannt, er deutet da mal auf Amelie Grotterian. Wir hatten das bisher noch nicht öffentlich gemacht, aber Carfeng als Bürgermeister hat sich nicht sehr um die Stadt verdient gemacht. Eine Nachricht, die er an den Feind schreiben wollte, sowohl an Galotta als auch an den Schwarzen Drachen, und wir mussten ihn festsetzen. Er wurde in die priesterkaiserliche Noralexakade gesperrt und vielleicht ist er auch tot, das interessiert mich auch nicht, aber zumindest ist daher sein Eigentum konfisziert. Ich denke, über sein Schicksal hat Brias entschieden, als dieser gerade niederging. Beim Thema Götter und... Wir haben eine neue Predigerin aufgegabelt. Die hier hat sich selbst entleibt. Entleibt? Entleibt. Die hat sich den Bauch aufgeschnitten auf offener Straße, wo ihr Kind ungefähr 10 Schritt entfernt stand, mit diesem Dolch, bevor sie gepredigt hat, dass angeblich jetzt hier... Sie hat götterlästerliche Dinge gesagt. Rief die Leute dazu auf, ihr nachzufolgen. Das können wir nicht gebrauchen. Eine ganz andere Form der Grausamkeit. Die hat es mit diesem Dolch getan, und dieser Dolch hat irgendwie eine purpurne Klinge oder... scheint Pokémon zu schimmern. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das bedeutet. Darf ich die Klinge einmal sehen, bitte? Ja, bitte schneidet euch nicht. Wir wissen nicht, ob das Ding irgendwie magisch oder wie auch immer pervertiert ist oder so. Mhm. Und reicht ihm die Klinge rüber. Ja, Amelia Grotterian hat gerade nachgefragt, nimmt die Klinge ab und hält sie mal so ein bisschen nach oben. Hier im Zelt, im Inneren, gibt es natürlich wenig Sonnenlicht, wenig Brajoschein, aber auch so könnt ihr dann, während sie die Klinge dreht, sie purpurn schimmern sehen. Hm. Haben wir etwas zum Einpacken? Schaut sie mal zu Albrax, der nickt nur, grummelt irgendwas. Wir finden was.
Immer schaut mal hier alle an. Wer ist die Frau? Ich. Als die Rundra-Kirche den Thronfolger des Mittelreichs ermordete, wiesen seine Wunden zwei besondere Merkmale auf. Das eine war sehr leicht zuzuordnen, denn es sah aus wie die Male einer Löwenklaue. Das andere war, dass sie allesamt einen purpurnen Schimmer aufwiesen. Kommt ihr denn jetzt auf Rode den Zweiten? Wir sprachen vorhin in der Villa darüber und ich erinnerte mich daran, als wir mal von einer purpurnen Klinge sprach. Und ihr meint, das hat etwas damit zu tun? Das muss doch, ich hoffe doch nicht. 700 Jahre her sein oder so etwas. Ich hoffe doch nicht, nur eine seltsame Verbindung, die mir gerade auffiel. Die Brüder von Rude hatten sich auch damals ein Messer in den Leib gerammt. Irgendetwas, was am Zarwademekum stand. Ich habe damals in der Priorstagsschule nicht ganz aufgepasst, aber der Vater von Rude dem Zweiten soll wohl vorher noch zwei Söhne gehabt haben, die sie auch in den Freitod gingen. Irgendwas mit einer Zarkreide oder so. Wäre man hinreichend paranoid, könnte man hier eine Verbindung vermuten. Gut, dann ich gebe auf alle Fälle den Befehl weiter, dass wir die Carfeng-Speicherhäuser leer machen. Damit haben wir zumindest etwas Essen, den wir die Leute bei Laune halten können. Wenn Saldo Fosslerin sich um die Presse und die Druckerei kümmert, dann kriegen wir das hoffentlich etwas wieder in den Griff. Und Albrex hat schon angeboten, dass er nach Xorlos schicken lässt. Handwerker, Baumeister. Und wir brauchen neues Kosch und neues Blaubasalt. Auch das wird wieder abtransportiert. Er hatte einige gute Verbindungen nach Albenhus. Gut, gut. Immerhin etwas. Wir brauchen neuen Blaubasalt? Nein, Koschbasalt, ne? Beides. Okay. Koschbasalt wird benötigt, um Magie abzuhalten. Nichts dringt durch den Stein, weil Angrosch es segnet. Und Blaubasalt speichert diese Energie, nimmt das in sich auf, diese magische, und führt dann zu einer Explosion. Wann auch immer wir das brauchen, aber es wurde angefordert. Können wir besorgen, können wir benötigen. Für was auch immer. Don Eisinger wird sich darum kümmern. Bei Angrosch. Okay. Gut, ansonsten, ich habe hier wie gesagt die Berichte vorliegen. Was wir mit Helmer Hafax tun, weiß ich wie gesagt nicht. Wenn der hier einmarschiert, dann ist alles verloren. Wir schieben euren Spähauftrag in der Partie noch etwas nach hinten raus. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, ob ihr im Reihe aufbrecht, im Ingrim oder ob wir das erst wieder im Prios tun, nach den namenlosen Tagen. Das überlegen wir uns, aber aktuell werdet ihr wohl noch hier gebraucht. Schauen wir mal, was die Zukunft zeigt. Aber die Briefe nach Romulus müssen noch abgeschickt werden. Knirscht da gerade mit den Zähnen. Was habt ihr jetzt vor? Wie sind eure nächsten Schritte in der Stadt? Wir müssen auf jeden Fall diesen Predigern nachgehen. Es gibt da Hinweise auf einen Goldschmied, der wohl die Leute diese Prediger anstachelt. Die Herren Magister wollen sicherlich einige magische Untersuchungen, ob diese Selbstmordes hier durchführen. Wir müssen der Sache Einhalt gebieten, bevor sie um sich greift. Das wäre eine Beherrschung zu sein, nicht der freie Wille dieser Leute. Vielleicht ist der Dolch daran schuld, vielleicht ist er magisch, vielleicht sollte man damit aufpassen. Also ihn auf jeden Fall untersuchen vorher, ob da Magie ist. Ja, wenn Melvin Störrebrand wieder hier ist, der aktuell in der magischen Rüstung umherweilt, wenn er wieder hier ist, dann werden wir diesen Dolch analysieren lassen und zur Not dann von der übrig gebliebenen Prioskirche dann analysieren lassen. Wollen wir mal, ob die sonst etwas herausfinden können. Sollten wir diesen Dolch dann nicht vorsichtshalber vielleicht wegsperren lassen, zum Beispiel im Pentagon-Tempel? Das könnte ich übernehmen. Dann. Gut, ich mache euch schnell ein Schreiben fertig. Reifenmund, habt ihr das Siegel? Ja, natürlich. Ja, Rudolf macht schnell ein kleines Schreiben fertig und wird darin dann den Auftrag erteilen, dass Ömer Zugang zu den
Katakomben des Pentagon-Tempels bekommt. Ein Auftrag, beziehungsweise unterschrieben mit Wertling und das Reichssiegel drunter gedrückt, siegelt er das zu und schiebt dir dann auch den Dolch langsam rüber. Ja. Pass auf damit. Ja, Moment. Übernimmt den Dolch an sich, sucht sich irgendwo ein Stück Stoff und wickelt es sanft darin ein. Das muss ja nicht unbedingt jeder sehen. Wer weiß, ob das irgendwie wiedererkannt wird von Leuten. Auch wenn ich nicht glaube, dass es irgendwas damit zu tun hat, aber ihr solltet ihn am besten nicht neben den Splitter legen. Auch diesbezüglich müssen wir uns noch überlegen, wie wir den loswerden. Ich habe schon in Richtung des Horasreiches gedacht, ob die uns da vielleicht helfen können und einen Experten schicken, wie man so einen Splitter aufhält. Albrax, habt ihr vielleicht Gedanken? Wir könnten ihn, wie gesagt, in die heiligen Hallen von Angor sprengen. Die Schmieden brennen so heiß wie nichts andere auf Dere. Aventurien. Er wäre allemal sicherer als im Pentagon-Tempel. Nicht um den beleidigen zu wollen, aber... Die Zwerge haben schon Bing gebaut für Artefakte. Gut, aber nichts... Nichts wird auf ewig festgehalten, denn ihr erinnert euch an die Bergfreiheit Goshim? Wir müssen ihn nicht lange halten, nur bis er vernichtet werden kann. Wollte nur sagen. Goshim wurde errichtet, um den Alagrim einzusperren. Das Feuer von Pyrdax. Sobald wir eine hinreichende Abordnung zusammenstellen können, werden wir ihn dann wohl nach... Nun, wohin genau ihr ihn haben wollt, überbringen. Bis dahin wird es allerdings noch eine Weile dauern. Was machen wir mit der Leiche dieser Zylotin? Werdet ihr untersuchen? Wenn sich nichts ergibt, kommt sie zu den anderen. Ich gehe schon mal los zum Pentagon-Tempel, bring diesen blöden Dolch weg. Warte, treffen wir uns dann wieder. Ich würde euch gern begleiten. Klar, kommt mit. Wohin wollt ihr? Habt ihr noch Fragen im Pentagon-Tempel? Zum Pentagon-Tempel ebenfalls. Ah, wollt ihr wissen? Lass schon mal losgehen. Wir besprechen alles unterwegs. Ja. Kommt er mit, Alrik? Ich denke, im Tempel werden wir ein neues Zuhause für euch finden. Ah, das ist eine gute Idee, Alrik. Da habe ich gar nicht gedacht, der kleine Alrik. Ja. Es tut mir leid. Manchmal habe ich... Also unterwegs spreche ich mit mir, aber manchmal... Ich merke, wie immer wieder Wut in mir aufsteigt, wenn Dinge nicht so laufen, wie ich das gerne hätte. Ich kenne das gar nicht, aber... Dann tut mir leid, Kleiner, dass ich so sauer war, als ich die Dinge gesagt habe. Ja, mein Papa hat schon zu mir gesagt, ich muss stark sein. Du wirst es schaffen. Aber jetzt müssen wir dieses Blut abwaschen. Ich gehe mal zu so einem Eimer, wie auch immer, eine Waschschüssel und wasche ihm erstmal dieses Blut von den Händen und von meinen Händen, vor allen Dingen auch wahrscheinlich jetzt. Kanntest du meine Mama? Nein, ich fürchte nicht. War sie eine gute Frau? Sie war die beste Mama. Siehst du. Dann wird sie auch schon auf dich warten. Sie guckt jetzt von den alvaranischen Paradiesen auf dich herunter. Wird sie von der Seelenwaage gewogen? Ja, Reton wiegt sie. Sie wird bestehen, wenn sie wirklich so gut ist, wie du sagst. Na, sie ist die beste Mama. Siehst du. Du musst jetzt stark sein. Und ein guter Sohn. Okay. Aber sei versichert, eines Tages wirst du sie wiedersehen. Aber bis dahin musst du sie stolz machen und ein gutes Leben führen. Aber ich mache mir echt Sorgen um die Sachen, die ja gerade so passieren, diese Sachen. Du weißt schon, was ich meine, ne? Ja, mir auch. Es ist wie eine Seuche, die sie um sich greift, aber wir sollten das vielleicht nicht unbedingt hier besprechen. Achso. Ja, um dieses Kindes. Ja. Vielleicht später. Ja, so brechen Abel, mir und Ömer auf, lassen euch zurück. Was tut die anderen? Ich gehe mir mal das Arena-Viertel anschauen und guck mal, ob ich so eine Statue finde von einem Goldschmied. Wir sollten vielleicht
mit Reto Weisenmacher mal sprechen. Einerseits wegen der Speicher und andererseits, dass seine Jungs und Mädels mal nach weiteren Predigern für uns Ausschau halten und uns sagen, wo genau die alle predigen. Sollen die einfach alle einsammeln? Das haben wir ihm doch schon gesagt, dass sie die einsammeln. Ja, richtig. Haben wir schon, sorry. Ja, in der Tat. Wir sollten uns nach der Villa dieser Bildhauerin umsehen. Auf dem Heldenberg, ja. Bevor wir jetzt, Rafim, bevor wir jetzt blindlings losstapfen und Statuen suchen. Ja, ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, ich bin sinnvoller im Arena-Filter nach meinem Ausschau halten, anstatt bei irgendwelchen steinalten Villen, wo ich eh nichts verstehe. Ich kann weder eure Sprache noch dieses ganze Zeug zeitlich einordnen. Aber eine Statue, die sehe ich. Ja, aber wo wollt ihr die denn im Arena-Viertel suchen? Naja, die Alte hat doch gesagt, im Arena-Viertel ist der Goldschmied. Meine Vermutung ist, dass nicht wirklich da ein Goldschmied steht, sondern eine Statue von einem Goldschmied. Also suche ich im Arena-Viertel, zu dem Bereich, der noch begehbar ist, ob ich irgendwo eine Statue finde, die mich grob an einen Goldschmied erinnert. Wenn ich eine finde, komme ich wieder zurück und ihr schaut euch die an. Ich denke nicht, dass es sich um eine Statue handeln wird, aber... meinetwegen schaut einmal, ob ihr einen richtigen Goldschmied, der solche Geschichten erzählt, findet. Das kann wohl nicht schaden, generell einen besseren Überblick über das Arena-Viertel zu bekommen. Ja, also in der Villa kann ich euch eh nicht helfen. Also. Und ich bin ja auch schon groß. Ich kann auch alleine ins Arena-Viertel gehen. Nun gut, dann denke ich, wir treffen uns vor der Noralex-Sakrale und dann sehen wir weiter. Finde ich gut. Dann sind es nur noch wir drei. Ja, Isarun, wollt ihr nicht vorangehen? Ihr kennt den Weg wohl am besten. Und wisst wohl am besten, wonach man Ausschau halten muss. Ja, also, dann führe ich das Trüppchen mal an, wieder ins Stadtviertel Heldenberg hinauf. Und dann, mir wurde ja gesagt, dass das hinter dem Ugdalfspark liegen würde. Und dann suche ich mal nach der Villa, die Answin mir wahrscheinlich ein bisschen beschrieben hat. Mhm, gut. Dann fangen wir mal im Pentagon-Tempel an. Als Abelmir gemeinsam mit dem kleinen Alrik und Ömer den Tempel betritt, kannst du sehen, wie Leonardo wohl schon wieder an einer der Zeichnungen ist. Neben ihm steht ein großes Konstrukt, was da wohl mit einigen Maschinenteilen offen steht, einige Klappen, die daneben sind, und er schaut wohl auch gar nicht auf, schaut wohl gar nicht in deine Richtung, aber du siehst, wie dieses arkanomechanische Konstrukt fertig ist und da wohl noch einige Sangurit-Kristalle oder so etwas liegen, die da noch eingesetzt werden müssen, also noch nicht ganz fertig, aber...